Ja, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr reinschaut zum nächsten Video auf diesem Kanal und zu einer neuen Episode aus Japan oder für ein Japan-Projekt, sagen wir es so, und zwar unsere Akagi will weiter gebaut werden. Genau, wir haben neue Folgen hier schon bei uns, beziehungsweise ich habe neue Folgen bei mir. Ich muss aber vorab eine ganz wichtige Sache sagen. Es wird heute, ich würde mal sagen, so wie es ist, keine richtige Baufolge geben, wo ihr den Baufortschritt des Modells sehen werdet. Das hat diverse Gründe. Und zwar gehen wir in die Ausgaben 87 bis 92. Gleich fünf Ausgaben möchte ich euch heute am Stück zeigen. Wenn ihr euch denkt, der ist jetzt verrückt, warum zeigt der jetzt fünf Ausgaben in einem Rutsch, wenn die Akagi doch immer so schwierig zu bauen ist? Das passt in dem Fall alles thematisch zusammen. Und ich muss sagen, deswegen wird es keine reguläre Baufolge heute sein. Ich habe diese Baufolgen schon abgearbeitet, für mich hinter der Kamera. Wieso, weshalb, warum, kann ich einfach ganz klar sagen. Und zwar geht es darum, dass wir in den Ausgaben 87 und 88 uns um die Fernbedienung der Akagi kümmern werden. Die werde ich euch gleich einmal in die Kamera halten. Dann geht es darum, dass wir haben letztes Mal schon eine Steuerplatine bekommen, dass wir noch eine zweite Steuerplatine bekommen in der Ausgabe 89 und sämtliche Kabel, und wir haben viele Kabel in der Akagi, in diese Steuerplatine mit einstopfen müssen und dann das Ganze richtig sortieren müssen. Und das ist ein Heidenaufwand gewesen, das alles in die korrekte Position zu bringen. Deswegen wollte ich das euch nicht zumuten, die ganzen Stecker richtig zu legen. Also das normal richtig legen ist ja kein Thema. Aber es muss ja irgendwie im Rumpf auch irgendwie ein bisschen sortiert sein, damit das Ganze auch sichtbar ist. Und übersichtlich bleibt, beziehungsweise auch alles am Ende reinpasst. Ihr werdet gleich sehen, warum. Zwischendurch soll noch ein Batteriefach mit Batteriekontakten ausgestattet werden. Okay, ist jetzt nicht ganz so spektakulär. Und der Schornstein wird mit eingebaut. Zumindest das Äußere. Der Rauchgenerator an sich ist noch nicht da, aber der äußere Schornstein habe ich auch, wie gesagt, alles schon fertig. Ich habe diese Ausgaben hauptsächlich fertig gemacht, damit wir gleich einen ersten offiziellen, nenne ich offiziell, inoffiziellen Testlauf machen können. Wir haben Fernbedienung, Steuerplatinen, Stromzufuhr, alles ist da. Das heißt, wir können testen, ihr Lieben. Genau, die Akagi das erste Mal in voller Funktion. Wobei ich sagen muss, bei mir hat die Akagi leider bewusst und unbewusst einige Funktionen verpasst. Ihr werdet gleich sehen, was das bedeutet. Und ja, das heißt, ich werde gleich mal Platz machen und die Titanic wegnehmen. Da kommt dann die Akagi hin, schön ein bisschen auf dem Präsentierteller, und dann wird getestet. Vorher kommt das Modell aber nochmal auf den Tisch, damit ihr das ganze Gerödel im Inneren sehen könnt. Und dann schauen wir mal, was für Lichteffekte, Soundeffekte und für motorisierte Effekte unsere Akagi hat. Freut euch drauf. Deswegen kurze, also Bauphase nicht, aber die Ausgaben 87, wo ist sie hin? Da. 87 bis 92 für unsere Flugzeugträger aus Japan, die Akagi. Viel Spaß, bis gleich. Meine Lieben, ihr seht die Akagi gerade hier auf meinem Tisch stehen und ihr seht auch hier schon die Fernbedienung. Das ist sie, die Fernbedienung, relativ groß mit vielen Knöpfen für unsere Akagi. Und zwar haben wir hier unseren An- und Ausschalter. Ihr seht, da blinkt es rot. Wenn es rot blinkt, hat es, glaube ich, keinen direkten Kontakt. Macht aber nichts, weil auch gerade der Ständer, der Sockel und Stromverbindung gar nicht vorhanden ist. Das ist die Fernbedienung unseres Schiffchens. Wir haben hier verschiedene Knöpfchen. Wir können hier, soweit ich das glaube ich noch weiß, die einzelnen Beleuchtungen anschmeißen.
Glaube ich, dass das so war. Hier haben wir dann noch unbenutzte tatsächlich. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die seitlichen Kanonen bedient werden, weil da haben wir noch nichts für. Und hier der Rauchgenerator in der Mitte. Und diese vier Plusse, die werden dafür nötig sein, dass wir die Lifte, ich glaube, die Lifte mit einbauen wollen, beziehungsweise noch mehr. Wir werden es gleich sehen. Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Ich habe es schon vor einiger Zeit getestet. Wir werden sehen, aber es ist nicht alles. Hier haben wir nämlich noch sechs Knöpfe mit dabei. Das ist die Beleuchtung unserer Akali. Genau. Da werden wir dann auch die entsprechende Beleuchtung mit anschmeißen können. Also hier, okay, ich glaube, das werden, jetzt weiß ich es wieder, die verschiedenen Motoren sein. Die Bewegungsteile sein. Hier haben wir wahrscheinlich die noch nicht funktionierenden seitlichen Kanonen, Rauchgenerator und hier sind die Lifte. Sowas richtig. Die Lifte, drei Lifte und noch ein extra Stück, was momentan auch noch nicht in Betrieb ist. Und hier unten die Beleuchtung. Werdet ihr gleich sehen. Und ja, weshalb ich das ganze Kabelgerödel jetzt selber schon gemacht habe, seht ihr hier. Ihr seht hier eine riesige Platte. Ich kann es gar nicht mehr richtig rausziehen. Ihr seht hier eine riesige Platte. Die wird hier so in so eine Art Schiene in den beiden Halterungen mit eingeschoben. Und ihr seht hier, ich versuche mal ein bisschen in die Nähe ranzugehen, damit ihr das hoffentlich sehen könnt. Ich will das Modell natürlich auch nicht großartig kippen, aber ihr seht hier zwei Platinen, wo sämtliche Kabel, die von vorne, von hinten, von der Mitte auskommen, überall angestöpselt worden sind. Die haben wir alle entsprechend markiert. Ein paar sind noch frei, weil ja noch ein paar Technikteile fehlen. Aber das Ganze, weil ihr seht das ganze Kabelgerödel da drin. Das erstmal richtig zu sortieren, dass die sich nicht gegenseitig im Weg stehen und dann das Ganze nicht passt und so weiter, habe ich alles für mich gemacht. Alles angestöpselt, auch schon mal im Vorfeld getestet, was halt so funktioniert. Das habe ich, wie gesagt, alles schon mal getan. Und dann kommt diese Platine hier in diese Führung quasi mit rein. So wird sie dann hier das Ganze abschließen. Wir haben noch ein paar freie Stecker. Hier oben haben wir drei. Mal gucken, unten in der unteren Platine haben wir noch zwei. Zwei Stecker. Hier an der Seite haben wir noch einen. Zumindest ich jetzt. Also wir haben noch hier noch drei, vier, fünf, sechs Stecker habe ich. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe ja vom vorderen Lift einen ganzen Motor weggelassen. Das heißt, es wird wahrscheinlich dann nur noch drei, vier Stecker sein, die noch fehlen. Was der noch fehlt, ist der Lift. Der fehlt ja noch komplett, wie wir wissen. Wir haben den Rauchgenerator, der fehlt auch noch. Und halt die Bewegung der seitlichen Geschütze, das muss ja auch noch kommen und ich denke mal, dass das damit noch zu tun haben wird. Ihr seht auch, dass ich den Kommandoturm, der hier ist, schon angestöpselt habe. Das ist der hier. Den habe ich auch schon mit angestöpselt, weil der gleich auch beleuchtet sein wird. Der steckt hier irgendwo in der oberen Platine genau mit drin und ja, so ist der Plan. Wie gesagt, ich habe leider bei meiner Akagi einige Teile, die nicht funktionieren. Das ist einmal, wie gesagt, der Lift funktioniert zwar, ne, hier auf der Seite, der Lift, der funktioniert zwar, allerdings diese Schutzwände, diese ganze Mechanik habe ich nicht hinbekommen. Deswegen ist es weg, genauso wie die korrekte Drehung der Schiffsschrauben. Das hat leider auch nicht so richtig bei mir funktioniert. Deswegen habe ich das auch weggelassen. Sie funktionieren, aber halt längst nicht so, wie sie vielleicht funktionieren sollte. Ganz dreckig schon geworden, mein Gott. Aber ansonsten, die Beleuchtung funktioniert und ein Fauxpas ist mir beim Testen tatsächlich passiert. Meine Akali kommt nur mit zwei Buganker aus, aber nicht mehr mit dem Heckanker. Ich habe nämlich gedacht, dass der Lift angeschlossen ist. Ich wollte den Lift testen, aber habe da nicht gesehen, dass der Lift angeschlossen war an den Tester, sondern der Buganker. Der Heckanker, Entschuldigung. Und der wurde immer weiter eingezogen, bis er dann sich im Rumpf verabschiedet hat. Den kriege ich dann nie wieder raus, die Kette. Da war noch kein Anker bei mir dran. Das heißt, das Ding ist weg. Kriege ich auch nicht wieder. Es ist blöd. Aber meine Akagi muss leider ohne Heckanker auskommen, sondern nur die beiden Buganker vorne. Ist blöd, aber lässt sich leider nicht mehr ändern. So, aber noch gefaselt. Ihr wollt bestimmt auch sehen, wie die Akagi in Funktion aussieht. Deswegen wechsle ich mal eben kurz die Position und dann testen wir ein bisschen, was die Akagi so alles kann. So, ihr Lieben, da bin ich wieder zurück. Ihr seht, das ganze Modell steht mittlerweile hier schon bereit. Es ist angeschlossen. Wir müssen natürlich hier, weil wir hier einen japanischen Stecker haben, also so einen internationalen Stecker noch mit dran stöpseln, dann funktioniert das. Auch Batteriebetrieb, aber so weit sind wir noch nicht. Deswegen haben wir unser Modell jetzt erstmal unter
Netzstrom, aber funktioniert ja genauso. So, dann wollen wir loslegen. Ihr seht schon, es blinkt nicht mehr, das heißt, es hat Verbindung zum Modell. Und jetzt weiß ich auch wirklich wieder, was wir haben. Wir haben nämlich hier in den ersten Knöpfen haben wir die entsprechenden Motoren. Das sind die oberen. Da sind die Motoren, die aktiviert werden. Das erste wäre auch momentan noch nicht sichtbar, weil wir hier die Schiffsschrauben noch nicht dran haben. Ich weiß nicht, ob man sehen kann bei der mittleren. Ja, man sieht so ein bisschen, dass es sich dreht, die Welle. Die anderen nicht ganz so dolle. Das wären die Schiffsschrauben. Funktionieren bei mir, wie gesagt, teilweise mit der nicht ganz so dollen Motorkonstruktion. Da hat das bei mir leider nicht so funktioniert. Aber ihr seht, zumindest die Motoren im Rahmen des Möglichen funktionieren. Der zweite Knopf, der hier an der Seite, bringt uns dann, ihr seht, die Bewegung der Ruder. So sieht das aus. Funktioniert auch. Der dritte ist der Buganker. Was sind die Buganker? Die wir dann bei Betätigung des Knopfes einmal an, einmal aus, einmal an, einmal aus, hoch und runter fahren können. Dasselbe für den Heckanker, aber wie gerade schon gesagt, der hat sich leider ins Innerste verabschiedet, weil ich getestet habe und dann habe ich nicht gesehen, dass der Anker die ganze Zeit eingeholt wurde und dann war er weg. Ist doof, aber ja, lässt sich nicht ändern. So, und jetzt kommt, glaube ich, für viele was Spannendes, denn diese vier Knöpfe, die bieten uns Sound. Wir haben ja, wie ihr wisst, viele Lautsprecher in dem Ding drin. Da seht ihr gerade zwei, die anderen schon hinten versteckt. Die Platte ist noch provisorisch drauf, aber ne, wir haben also verschiedenste Soundeffekte und das geht auch nur so gut. Wir können nämlich jetzt hier die verschiedenen Sounds anschmeißen für die verschiedensten Kanonen, die wir nicht nur einzeln, sondern auch gemeinsam abschießen lassen können. Zum Beispiel den ersten. Der zweite. Der dritte. Und der vierte sind wahrscheinlich die seitlichen Kanonen. Solche kleinen Geschosse. Und wir können die aber dadurch, dass wir verschiedene Lautsprecher haben, auch die alle gemeinsam oder zu unterschiedlichen Zeiten laufen lassen. Also wir sehen, wir können ein richtiges Trommelfeuer aktivieren bei unserer Akali. So, die nächsten drei funktionieren alle noch nicht, weil ich gehe davon aus, dass hier in der Mitte der Rauchgenerator und die anderen beiden für die Bewegung dieser Türme Geschütze sind, weil da ist noch, wie ihr sehen könnt, keinerlei Funktion dran. Dann gehen wir weiter. Hier haben wir jetzt die Lifte. Und zwar einmal den hintersten, den mittleren und den vordersten. Der mittlere macht einmal Möp, aber da passiert nichts, weil wir noch keinen haben. Deswegen gehen wir jetzt an den hinteren. Und da wollt ihr bestimmt gerne sehen, wie das Ganze aussieht, beziehungsweise was für ein Ton dabei rauskommt. Oh, das war der vordere. Okay. Ja, er hört automatisch auf, wenn der Endschalter aktiviert wird. Das ist cool. Leider bei mir, der vordere, der hört nicht auf, wenn er oben ist. Da überdreht er ein bisschen. Da scheint ein Millimeter leider zu fehlen. Ist so, aber das müssen wir dann einfach manuell mit der Fernbedienung ausschalten. Einmal wieder zurück und nochmal. Dann seht ihr, dass der jetzt wieder hochgeht. Und ihr seht gleich, hört er nicht auf, das ist leider sehr schade. Deswegen muss ich den manuell beenden, aber macht nichts. Dann gehen wir nochmal zum hinteren, weil der funktioniert dann genauso. Mit der Glocke dabei, dass hier der Lift runtergeht und hochgeht.
Hört auch auf und der endet auch, wenn er oben ist. Genau, das haben wir soweit. Ja, und dann haben wir noch 6 Knöpfe hier für die Beleuchtung. Zum Beispiel der Geschützturm. Der Eckschütze, der Gefechtsturm, der Hauptturm, Kommandoturm, wie auch immer. Da sehen wir den, der leuchtet schön. Ne, die beiden sehr stark leuchtenden LEDs, oben auch noch die rote. So sieht das Ganze aus. Funktioniert, lassen wir oben nochmal liegen. Dann Knopf Nummer 2 bietet uns diese Lampen hier. Die sieht man da einmal durchscheinen, auf der anderen Seite leider nicht. Eventuell waren die auch motorisiert, das weiß ich nicht, aber da leuchtet es auf jeden Fall einmal stark raus. Dann haben wir als drittes die Seitenlichter. Hier einmal eins in Rot und das andere, ich weiß nicht, ob man sehen kann mit der Kamera, da ist es, ein grünes Licht aus und wieder an. Na, da ist es, die funktionieren genauso. Dann gehen wir nach hinten, da kommt nämlich hier der Scheinwerfer auf dem Deck mit dem vierten Knopf, der hier, der untere. Ne? Da leuchtet dann schön das Deck, wird das Deck beleuchtet. Der fünfte Knopf hat das Kreuz, schön bunt, wie man sehen kann. Und der letzte hat die beiden, hat die wahrscheinlich Flugmarkierungen. Da sieht man sie, rot und blau, blau. Rot und Grün auf beiden Seiten, schon farbenblind, die sind auch beleuchtet. Ihr seht also, die Elektronik funktioniert, also die Beleuchtung funktioniert auf jeden Fall, einwandfrei. Wir haben hier das Kreuz, die Beleuchtung vom Deck, hier so die Markierungen, sag ich mal, die sind mit dabei. Der Kommandoturm leuchtet und hier vorne an den Seiten die beiden Scheinwerfer und die Positionslampe. Dann genauso, das sind die Lichteffekte, die unser Modell hat. Auf jeden Fall, denke ich mal, sehr cool das Ganze. Das ist doch, glaube ich, ein schickes Thumbnail für dieses Video, würde ich sagen. Coole Sache. Und ja, damit können wir auch alles nach und nach wieder ausschalten. So ist es. Und ja, wie gesagt, was noch fehlt auf jeden Fall, ist der mittlere Lift. Der fehlt komplett mit der ganzen Konstruktion. Der Rauchgenerator fehlt natürlich noch. Genau. Und was noch fehlt, ist die Bewegung der seitlichen Geschütze. Da haben wir überall Zahnräder dran. Das wird aber nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das kommt nämlich jetzt dann in den nächsten Ausgaben mit dran. Aber ansonsten sind wir schon gut vorangekommen. Wir haben jetzt ja auch bis Ausgabe 92 alles weggebaut von 110. Also so extrem viele Ausgaben sind dann tatsächlich gar nicht mehr übrig. Und ja, das ist das Ergebnis. Der Test doch für meine Verhältnisse erfolgreich abgeschlossen. Auch mit leider ein paar Hindernissen leider, aber naja, kann man nichts ändern. Es ist auf jeden Fall unter anderem der Komplexität des Modells geschuldet oder auch an meinen Unwissen und Unfertigkeiten. Das kann auch sein. Wahrscheinlich ein guter Mix daraus. Ja, ihr Lieben, das war es soweit für diese Ausgaben 87 bis 92. Einmal in einem Rutsch zusammengesetzt, würde ich sagen. Beziehungsweise habe ich das alles für mich gemacht und euch das Ergebnis hier gezeigt. Weil, wie gesagt, man braucht da einiges an Zeit für, das habe ich gemerkt, das einfach an die Platine stöpseln ist jetzt kein Thema, aber das einigermaßen zu sortieren, dass einfach alles so richtig sitzt, das war schon nicht ohne, deswegen habe ich das für mich gemacht. Den Schornstein zusammensetzen, das waren einfach nur zwei Hälften und dann ansetzen ohne Schrauben, ohne Kleber, ohne alles, fertig, da ist nichts weiter passiert. Ja, aber das Hauptsächliche war halt tatsächlich die ganzen Stecker zusammenzupulen, gut, die Fernbedienung zusammenschrauben. War jetzt auch nicht so spektakulär, da waren nur ein paar Schräubchen zum Verbinden. Es gab waren zwei Hälften, Batterien rein, fertig. Wir mussten jetzt keine Knöpfe einsetzen oder so, das war alles schon soweit fertig. Also von daher war da jetzt nicht so viel zu zeigen. Und ja, es funktioniert auf jeden Fall alles, das ist schon mal sehr cool. Allerdings weiß ich, wie gesagt, noch nicht, wie es weitergeht, beziehungsweise ein paar fehlen noch. Ein paar Funktionen, aber die werden demnächst in den nächsten Ausgaben noch kommen. Apropos nächste Ausgaben, es wird dann weitergehen in den nächsten Folgen mit der Konstruktion für die seitlichen Geschütze, dass die bewegt werden können. Da kommen dann die Zahnräder und die Getriebe allgemein werden gebaut, die Motoren dazu. Das kommt dann alles bei den nächsten Ausgaben, die wir dann möglicherweise auch schon mal testen können, wenn es soweit eingebaut wird. Schauen wir mal, ob dann noch ein paar mehr Funktionen mit von der Partie sind. Bin gespannt, auf jeden Fall.
Ja, ansonsten noch ein kurzer Hinweis allgemein für unsere AKG. Wir haben ja nicht mehr allzu viele Ausgaben übrig. Wir haben jetzt 92 von 110 Ausgaben verbaut. Bis zur 95 habe ich aktuell hier, bleiben also dann noch so 15 bis 18 Ausgaben übrig. Das ist nicht mehr viel. Und passenderweise hat Hachette Japan das Ganze auch so gesehen und ein neues Projekt auf den Markt gebracht, beziehungsweise wird es bald auf den Markt kommen. Die Musashi, ein japanisches Schlachtschiff, kommt auf den Markt. Mitte August, ich glaube 16. Ist es soweit, da kommt das neue Modell raus. Ich weiß, ihr wollt bestimmt wissen, ob ich es baue oder nicht. Ich gebe euch schon mal mein Versprechen, dass die erste Ausgabe mit Sicherheit hier gezeigt wird. Das ist bestimmt dann der Nachfolger der Akagi. Die werden wir uns auf jeden Fall nicht entgehen lassen, das kann ich schon mal sagen. Inwiefern es aber dann weitergeht, das muss ich nur überlegen, weil auf den ersten Blick hat das Modell jetzt nicht die atemberaubendsten neuen Funktionen. Das muss ich so sagen, wie es ist. Also nichts, wo man sagt, wow, das ist richtig geil, was das Modell am Ende hat. Es ist halt ein standardmäßiges Multifunktionsmodell. Und klar, platzmäßig müsste ich dann auch gucken, wo das Ding noch hin soll. 1,5 Meter, wie die Akagi. Gleicher Maßstab auch. Müsste ich dann mal gucken, wo das Ding hin soll. Und es ist äußerst aufwendig und kostspielig vor allem, die Dinger aus Japan zu holen. Das ist leider so. Und deswegen, da kommt man mit den normalen 13, 14 Euro pro Woche nicht mehr hin. Da kommen Versand- und Zollkosten mit drauf, die jenseits von Gut und Böse sind. Und auch nur machbar sind bei der Akagi jetzt oder auch beim Patrol Ship so sind, weil ich mit mehreren gleichzeitig bestelle oder für uns drei insgesamt bestelle, dann geht das einfacher oder es verteilt sich dann ein bisschen besser, aber sonst wird das echt schwierig. Deswegen bin ich mir noch nicht sicher, ob ich dann nochmal aus Japan was hole, weil auch wenn die Modelle schön sind, es ist kostspielig. Da muss schon wirklich ein Brecher dabei sein, wo man sagen muss, das muss ich haben. Ansonsten wird es dann wirklich schwierig, das auch mit seinem Gewissen zu vereinbaren. Ist einfach so. So, jetzt ist es auch einfach so vorbei. Danke euch fürs Zuschauen und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Die Funktion der AKG natürlich genauso. Ein Kanalabo dürft ihr gerne hinterlassen, wenn euch das gefällt, was auf diesem Kanal passiert. Und dann bekommt ihr direkt Nachricht, wenn neue Videos auf diesem Kanal online gehen. Bis zum nächsten Video der AKG oder anderen Projekten auf diesem Kanal. Euch allen ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund, durchatmen, nicht so viel reden auf einmal und natürlich bis zum nächsten Mal. Ciao.